grüß euch. Schön langsam kommen wir ans Ende. Ich habe mir jetzt einen rausgefahren, lassen gerade auf Vollgas laufen, dass ein wenig warm wird, da ich sehe, ob die ganze Kühlwassergeschichte dicht ist. Die Heizungskühlerschläuche habe ich zwar noch nicht gewechselt, aber da ist ein Absperrhahn. Und versuche heute jetzt das auch kontrollieren, ob es wirklich an die Heizungskühlerschläuche liegt oder doch am Wasserkühler oder irgendwas anderes. Ja. Also es ist tatsächlich so, eigentlich ist es nicht lauter. Es hat nur da drinnen, weil ich in der Halle Renner gehabt habe, das Ganze ein bisschen verstärkt. Also vielleicht ist eine Spur lauter, aber ist nicht schlimm. Ansonsten finde ich, schaut das Ganze jetzt ganz gut aus. Ich glaube, das kann man hier sagen, was ich dabei alles gemacht habe. Mein Motorhaum werde jetzt noch gar ein paar Kleinigkeiten schmeißen. Ergebnis kann ich auch leben, da brauche ich mich nicht schauen. Das schaut gut aus. Die wird jetzt grau lackiert. Und wenn es fertig ist, kommt dahinter nur Gitter rein. Da kommt im Prinzip ein sicheres Gitter rein. Da hat mir mein Vater gestern irgendwo bei irgendeinem Stallhändler oder was bestellt. Und dann werde ich das auf der Seite dran höchstwahrscheinlich auch wechseln, das ist ja eher beschädigt. Und weil wir da sowieso zweimal einen Meter Tofi nehmen müssen. Und ich denke mal, so kann man da ganz gut damit leben. Vorne gehört jetzt noch das Eckpolyester, dann die Blechkisten montiert, aber so alles in allem ist jetzt dann eigentlich gerade noch elektrisch, dass er fertig gemacht wird. Das macht der Freund von mir, das Elektrische. Und genauso beim Aggregat, die Sensoren könnten noch einbaut, aber so im Großen und Ganzen haben wir fertig. Also das Gröbste ist vorbei. Fürs Dach, das Gitter, das habe ich schon gebogen in den richtigen Radius. Das werde ich auch heute im Laufe des Tages noch zusammenbasteln und werde dann gemeinsam mit der Motorhaube lackieren. Das Einzige, was wir noch haben, ist dann das Planierschild. Das hängt ja schief drauf. Das werde ich dann auch noch, vielleicht wenn es sich heute ausgeht, noch einschneiden und ausbieren und dann wieder verschweißen und verstärken. Dann würde ich mal sagen, ist im Großen und Ganzen wieder in Ordnung. Ganz zum Schluss, da wir den Bolzen da, die zwei Bolzen raus, das machen wir wirklich zum Schluss. Das sind einfach, das wird ein Drehteil, da werden aus zwei Bolzen machen wir einen, weil einfach da schon relativ viel Luft drin ist und ein Büchsen würde das Problem nicht mehr lösen. Jetzt kommt da ein durchgehender Bolzen durch, das hat mir ein Bekannter gesagt, der hat den gleichen als Bagger gehabt und der war, das ist ein wenig ein Schwachstück gewesen, als Bagger genauso wie als Harvester, bei der wir schauen. Und Der hat halt gesagt, er hat auch einen durchgehenden Bolzen durchgeschoben und dann kann da auch erstens einmal der Bolzen einmal rausfallen oder ja, es ist einfach dann fixiert, es ist, kann man sagen, ausgesteift. Der kommt, mein Vater hat ihn schon aufgezeichnet, der wird in der Mitte verjüngt, dass die Hydraulikschläuche da Platz haben und dann drückt man von unten nach oben mit Gewalt den Wagen über durch und oben kommt dann eine große Kronenmutter drauf, dass der in keinster Weise rausgehen kann, runterfallen kann oder irgendwie nur mal was anderes wird. Ich darf auch mal sagen, das ist in diesem Leben von den Harvester sein letzter Bolzen. Das gehört jetzt einmal noch gescheit hergerichtet und das wird dann sicher noch, sagen wir, diese Jahre, wo die mal schon noch in Einsatz ist, wird das ausreichend sein, die Reparatur. So. Gut, ich schweiß das jetzt fertig. Das sind eh nur noch Kleinigkeiten. Da hoffe ich auch jetzt, dann lasse ich da jetzt noch laufen. Jetzt mache ich mal meine Schlussarbeiten. Und dann hoffe ich, dass ich keine Wassertropfen mehr fand. Dann bin ich zufrieden, dann habe ich das mit dem Kühlwasser auch gefunden und erledigt.
nicht so gut aus. Ich werde da mal der Sache jetzt auf den Grund gehen, wo das Wasser herkommt. Ich hoffe nicht vom Wasserkühler. Kühler sind bekanntlich teuer. Im schlimmsten Fall muss ich ihn halt in der Fachfirma bringen, die was löten an der Stelle, wo er was hat. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt stellen wir das Planierschild runter. Ich werde so lange dran, bis dass ich es selber sauber kann. Das muss einfach dicht sein. Ich sag's euch dann, was los ist. So, da hierbei ist sehr laut, darum erzähle ich es euch jetzt noch gleich. Es ist, wie es ausschaut, Gott sei Dank nicht der Wasserkühler. Es sind die Heizungskühlerschläuche. Ich zeig's euch. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit, ich bin immer im Kreis gefahren und habe den Arm da nicht zuber, dass er richtig schön heiß wird. Jetzt hat er Betriebstemperatur, jetzt hat er ungefähr 80 Grad. Ich zeige es euch jetzt, wo das Kühlwasser rauskommt. Also wenn ich die Heizungskühlerschläuche neu einbaue, dann müsste das Kühlsystem dicht sein. Mehr bewegen. Vorher habe ich es ein bisschen heranbewegt, dann ist gleich das Wasser rausgeschossen. Also es kann eigentlich nur das sein. Und auch wenn ich den Absperrhahn zudrehe, ich glaube nicht, dass der dicht ist, weil die Leitungen sind immer heiß. Egal ob offen oder zu. Also es liegt an denen und das ist jetzt Gott sei Dank. Wasserkühler kostet ein neuer 1000 Euro in etwa. Und außer irgendein Nachbaukühler, aber ein Nachbau kostet auch 500 Euro und eine Reparatur ist auch nicht gratis. So, ich mache das jetzt fertig und dann melde ich mich wieder. So, ich bin gerade bei den Fensterschutzgitter für oben zum Anfertigen. Das besteht eigentlich nur aus Restmaterial. Die Rohre sind bei mir noch im Heuboden oben gelegen. Dann als Abstützung zusätzlich die da, die sind überblieben von den Rahmen, was ich bei der Motorhaube reingeschweißt habe. Und das Gitter ist genau so, wie es jetzt da liegt, ein Rest gewesen von der Schlosserei, da wo ich meine Sachen hole. Da habe ich nur einen Rippen in der Länge überschneiden müssen, ansonsten hat das eigentlich genau passt für das, was ich vorhabe. Das schweiß ich jetzt dann fertig zusammen und dann ist das eigentlich auch lackierfertig. Da in die Rohre habe ich seitlich einfach Muttern reingeschweißt, dass es dann, wenn es fertig ist, einfach mit vier Schrauben anschrauben kann. Und dass man es, wenn es wirklich ist, ganz leicht demontieren kann. Ja, bei uns ist traditionsgemäß wieder mal Regenwetter, Katastrophen, also es hört nicht auf.
So, in der Mitte noch ein Strem. Und dann brauchen wir es eigentlich nur noch gleich anschleifen und dann lackieren wir es mit der Motorhaube gemeinsam. Wobei, da gibt es im Wald nicht viel zu entschleifen, das ist nur an die Schweißnähte. So schaut das Ganze jetzt wieder aus. Wie gesagt, besteht aus Restmaterial, in Wahrheit nennen wir es Schrott. Und ja, so im Prinzip ist das jetzt fertig. Ich schleife jetzt nur die ärgsten Schweißspritze runter, dann grundieren, lackieren, fertig, montiert. Also dann gleich montieren. Das mache ich gemeinsam mit der Motorhaube. Das Dachgitter mache ich weiß. Die Motorhaube wird sehr wahrscheinlich grau. Also es ist ein grauer Lack daheim, es ist ein weißer Lack daheim. Schwarz hätte ich noch daheim, gelb, orange, blau, alle möglichen Farbtöne, alles der gleiche Maschinenlack. Was ich halt grün, moosgrün, alles was ich halt in der Vergangenheit für irgendwelche Projekte schon gebraucht habe. Und grau hätte ich eben erst gekauft. Und darum wird es ja ziemlich sicher grau werden. Ich werde mit meiner Frau noch mal darüber reden, was sie meint. Das mache ich auf alle Fälle weiß, dass es einfach zusammenpasst. Das werde ich ja jetzt dann gleich noch grandieren. Auch die Motorhaube wird heute noch grandiert, dass ich es morgen oder es kommt jetzt darauf an, ob ich morgen oder übermorgen im Wald gehe oder nicht. Und ja, wir werden jetzt dies diesbezüglich so einmal schnell lassen. Ich zeige euch die Sachen, wenn sie eingebaut haben beim Harvester. Das heißt, das wird auch vorerst einmal das letzte Reparaturvideo sein. Ja, das nächste Video ist auf alle Fälle im Wald. Da werden wir einfach einmal schauen, dass ich wenigstens zwei Videos wieder vom Wald zusammenbringe. Und dann werden wir eh reparaturmäßig noch mal was machen müssen. Wie gesagt, ansonsten kann ich euch nichts anderes sagen. Also wenn die Mechanikergeschichten da oder Schlossergeschichten, was ich da mache, nicht so interessieren, tut mir leid. Aber wird eh wieder anders. Kommen wieder andere Zeiten. Dabei habe ich halt keine andere Arbeit. Das habe ich jetzt noch ausgespart, die Ecken. Ich bin da wirklich sehr zufrieden. Das ist jetzt recht schön geworden. Alles schön ausgespart. Alles verschliffen. Genauso die anderen Seiten. Wenn die grandiert lackiert ist, ist es wieder super schöne Motorhaube, wie jetzt davon überzeugt. Am Anfang war ich skeptisch, aber ich denke, das wird recht gut. Die, vor allem wenn dann vorhanden nur Gitter dran ist, das ist sehr, sehr, sehr massiv. Und es ist aber nicht schwer, es ist wirklich einfach schön stabil gebaut, aber leicht. Massiv und leicht, so muss man sagen. Gut. Ja, dann soll es aber das jetzt auch zu dem Video wieder gewesen sein. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!